أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir werden insha'Allah ta'ala heute weiter fortsetzen mit unserer Reihe über die Krankheiten der Umma, Amradul Umma, zu sprechen. Und bei Allah, es ist so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Denn wenn ich jeden Einzelnen der hier Anwesenden frage, wollt ihr, dass Allah azza wa jal die Situation der Muslime ändert, dann wird jeder dieses bejahen. Jeder ist dafür, dass Allah Azza wa Jal die Situation der Muslime ändert. Nur haben wir eine grundlegende Sache vergessen. Allah Azza wa Jal wird niemals die Situation von einem Volk ändern, bis sie ändern, was in ihnen ist. Und zwar leben sie, wie Allah Azza wa Jal es möchte. So sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah, er wird niemals, und das ist Taqid, das ist eine sichere Sache, Allah Azza wa Jal wird niemals die Situation von einem Volk, von Menschen ändern, bis sie ändern, was in ihnen ist. Und solange wir nicht bereit sind, das zu ändern, was in uns ist, Shirk, ja, du hast richtig gehört, O Diener Allahs, und Nifaq, Heuchelei, und Riya, dass wir Augendienerei betreiben, dass wir die Menschen zufriedenstellen wollen und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asi, Sünden, solange wir diese Sachen nicht ändern. Eine Gegenfrage, warum sollte Allah azza wa jal unsere Situation bessern, wo er dir doch befohlen hat, subhanahu wa ta'ala, wie dein Leben sein muss. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sprich. Sprich, o Gesandter Allahs, dass ein jeder, der Allah fürchtet, dieses wahrnimmt. Mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah. Alles gehört Allah und nichts dir. Bist du ein Diener Allahs oder bist du ein Diener von dir selber? Oder bist du ein Diener der Menschen? Oder bist du ein Diener der Regierung? Du bist ein Diener Allahs, Abd, nicht mehr und nicht weniger. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abida. Alles, so sagt Allah Azza wa Jal, und er weiß es am besten, subhanahu wa ta'ala, der Herrscher am Tage des jüngsten Gerichts, der König aller Könige. Er sagt, nichts zwischen Himmel und Erde wird am Tage der Auferstehung anders zurückkehren als Diener. Und ich fordere dich heraus, o Diener Allahs. Wallahi, und ich sage dir von der Mimbar des Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lebe wie du willst und mach was du willst und verleugne Allah wie du willst und beschimpfe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie du willst. Aber wisse, du kehrst als Diener zu Allah zurück. Und wenn dieses tatsächlich in deinem Herzen verinnerlicht wurde, dass du als Diener zurückkehrst zu Allah azza wa jal, dann wirst du anders leben, als wie du jetzt lebst. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Und fürchtet einen gewaltigen Tag, sagt Allah azza wa jal, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Nochmal, lebt wie du willst, aber wisse, mit der Konsequenz, dass du bei Allah Azza wa Jal bestraft wirst. Ey Wallah, du wirst bestraft, wenn du nicht so lebst, wie Allah es möchte. Allah hat dich nicht gefragt, ob er dich erschaffen soll. Und Allah Azza wa Jal wird dich auch nicht fragen, wenn er deine Seele nimmt.
eine Frage. Was hast du zu sagen? Wo ist dein Anteil der Entscheidung? Wo? Allah hat dich mit Zwang in diese Welt gebracht. Und er nimmt dich mit Zwang von dieser Welt. Willst du dich nicht Allah Azza wa Jalla ergeben? Bist du kein Muslim? Ja, Achi, weißt du immer noch nicht, was das Wort Muslim heißt? Das heißt, du ergibst dich unter dem Willen Allah Azza wa Jal. Al-Istislamu mit Tawhid. Das heißt, du ergibst dich vollkommen Allah. Allah ist mein Herr. Allah ist mein Herrscher. Was er sagt, ist Gesetz für mich. Und wenn er mir etwas befiehlt, muss ich es tun. Und wenn er mir etwas verbietet, dann muss ich mich davon entfernen. Dann bist du ein Diener. Allahumma ja'alna min al-muwahhidin. Du bist nur ein Muslim, wenn du als Gottergebener lebst. O Diener Allahs, lass uns heute ein paar Minuten über ein weiteres Übel, über eine weitere Krankheit der Ummah sprechen. Und zwar das Übel der Tradition. Über Al-Adat und Taqalid. Und was für ein gewaltiges Übel das ist. Bei Allah Azza wa Jalla. Wir haben Leute in vielen islamischen Ländern. In unseren islamischen Ländern. Sie leben nach einer Lebensweise, die nicht mehr islamisch ist. Nein, vielmehr haben sie die Tradition, die Adat und die Taqalid als eine Ibadah, als ein Gottesdienst verinnerlicht. Wenn du ihn sagst, woher hast du das? So sagt er dir, ich habe das von meinen Vorvätern, von meinem Vater, von meinem Opa, von meinem Großvater, wie Allah dieses im Koran gesagt hat. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her und folgt dem, was Allah herabgesandt hat. Was hat Allah herabgesandt? Ein Kitab, ein Koran. Und er schickte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er uns dieses Buch erklärt. Und das ist die Sunna des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min atba'ihi. Amen. Du hast ein Koran und eine Sunna. Allah Azza wa Jal sagt, und ich bitte dich, dass du diese Ayah verstehst. Und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was von Allah herabgesandt worden ist, Koran und Sunna, was sagen sie? Was erwidern sie? Nein, Allahu Akbar, sie widersetzen sich. Nein, vielmehr folgen wir dem, was wir bei unseren Vorvätern vorgefunden haben. Allahu Akbar. Allah sagt, folge dem, und sie sagen, ich folge vielmehr dem. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, und wenn ihre Vorväter nicht rechtgeleitet sind und nichts begreifen, Allah hat dir verboten, Leuten zu folgen, die im Dalal sind, die in der Irre sind, die nichts verstehen von Koran und Sunna. Und wie viele in den islamischen Ländern folgen alles andere außer Koran und Sunna. Sie folgen Sitten, sie folgen Traditionen, sie folgen Bräuche, sie folgen Madahib, die teilweise auch nichts mit dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu tun haben. Du sagst zu ihnen, warum folgt ihr dieser Tradition? Und ich möchte vorweg eins sagen, liebe Geschwister, und jeder Muslim sollte das verstehen. Wenn eine Tradition im Einklang mit der Scharia ist, das bedeutet, die Scharia, das islamische Gesetz, hat dieses nicht verboten, dann ist es erlaubt, diese traditionelle Handlung auszunehmen. Kein Problem. Aber wir reden über die Tradition, die bei Allah entgegengesetzt dem Koran und der Sunna steht. Die nichts mit dem Koran und der Sunna zu tun hat. Und wir werden auf Beispiele kommen, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah al-azim, du sagst zu jemandem, warum folgst du dieser Tradition? Warum folgst du dieser Handlung, die gegen Koran und Sunna ist? Dann sagt er dir, was soll ich tun? Ich folge den Menschen. Ich folge dem, was ich bei meinem Vater und meinem Vorvater vorgefunden habe. Ich folge den und den und den. Er sagt die gesamte Zeit, ich folge den Menschen. Und er hat den Herrn der Menschen vergessen. Allah Azza wa Jalla. Höre diese gewaltige Androhung von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, man iltamasa, yani man talaba, man iltamasa, rida al-nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi. Derjenige, der die Zufriedenheit der Menschen anstrebt. Und er macht dabei Allah unzufrieden. Und wisse, jede Sache, die du bevorziehst vor Allahs Wort und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, macht Allah azza wa jalla zornig.
derjenige, der die Menschen zufriedenstellt, während er Allah Azza wa Jal zornig macht, so erzürnt Allah über ihn. So hat Allah Azza wa Jal ihm den Zorn ausgesprochen. Wie lebst du, wenn Allah zornig ist auf dich? Allahu Akbar. Und wie lebst du, wenn Allah zufrieden ist mit dir? Allahumma rda anna. Liebe Geschwister, derjenige, der Allah Azza wa Jal entgegenhandelt. Warum? Weil er den Menschen folgt. Weil er die Menschen bevorzugt. So ist Allah zornig auf ihn. Allah Azza wa Jal sagt, وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى. Und du fürchtest die Menschen. Und Allah hat mehr Anrecht darauf, dass du ihn fürchtest. Ja, wen fürchtest du? Die Menschen oder Allah Azza wa Jal? Und höre diese frohe Botschaft von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du ein ergebener Diener sein möchtest, man iltamasa rida Allah bi sakhati nas radiyallahu an. Aber derjenige, der die Zufriedenheit Allahs anstrebt, auch, dass er die Menschen unzufrieden macht, und die Menschen werden unzufrieden sein in vielen Dingen, höre, was dein Lohn ist, so wird Allah mit ihm zufrieden sein. Allah wird ihm vergeben und in das Paradies eingehen lassen. Allahumma rasulna al-Jannah. Das ist, lieber Bruder und liebe Schwester, die frohe Botschaft für dich, dass wenn du Allah folgst und du lässt die Menschen links liegen, denn wer hat wen erschaffen? Die Menschen Allah oder Allah die Menschen? Weißt du immer noch nicht, wem du folgst? Du sollst Allahs Gesetzen folgen und die Gesetze des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen, o Diener Allahs, was hast du mit deinem La ilaha illallah gemacht? Hast du La ilaha illallah gesagt? Du musst das gesagt haben, um ein Muslim zu sein. Derjenige, der dieses Glaubensbekenntnis nicht ausspricht, wird niemals ein Muslim sein. Du sagtest La ilaha illallah. Und eine Bedingung von den 7 Bedingungen von La ilaha illallah ist Al-Inqiyad. Al-Inqiyad wird ungefähr übersetzt mit der Befolgung und Unterwerfung den Gesetzen Allahs Azza wa Jal gegenüber. Die Gelehrten definieren es auf eine wunderschöne Art und Weise. Sie sagen, Al-Inqiyadu huwa al-Istijaba lillahi wa li rasuli. Lillahi wa li rasuli. Wa taqdimu al-amni ala al-nasi ajma'i. Al-Inqiyad, die Gehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jal, ist, dass wenn Allah und der Gesandte dir etwas sagen, dann folgst du diesem vor allem. Hast du das gehört? Das ist La ilaha illallah, das hast du gesprochen. Du folgst diesem vor allem. Vor allem, du hast mich verstanden. Und wenn du eine Wahlmöglichkeit hast zwischen den Menschen und den Gesetzen Allahs und seines Gesandten, dann musst du dich immer für Allah und seinen Gesandten entscheiden. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasula faqad dhalla dhalalan mubina. Allah azza wa jal, er sagt uns Wörter, die die Herzen von einem Gläubigen erbeben lassen, und nur von einem Gläubigen. Möge Allah uns unter den Gläubigen schreiben. Amen. Er sagt, es geziemt sich nicht, es ist verboten, für einen gläubigen Mann und für eine gläubige Frau, dass wenn Allah und sein Gesandter etwas entscheiden, dann hast du keine Wahlmöglichkeit mehr. Allah befiehlt den Hijab. Das heißt, die islamische Bedeckung für die Frau. Jetzt kann die Frau nicht mehr kommen und sagen, ich habe eine andere Option. Ich habe eine andere Möglichkeit. Warum? Weil Allah und sein Gesandter diese Sache schon entschieden haben. Allah hat dir befohlen, zum Beispiel, dass du dir einen Bart wachsen lässt. Hier kannst du nicht mehr sagen, ich mache etwas anderes. Ich mache einen neuen Style. Weil Allah und sein Gesandter bereits ihre Entscheidung getroffen haben. Und die Entscheidung des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, ist die Entscheidung Allahs. وَمَنْ يُتَعَ الرَّسُولِ فَقَدَ أَطَاعَ اللَّهِ. Und derjenige, der den Gesandten gehorcht, hat Allah automatisch gehorcht. Wenn der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, mit einer Vorschrift kommt, dann folgst du dieser Vorschrift. Hören? Und Allah Azza wa Jalla sagt, es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und eine gläubige Frau, dass wenn Allah und sein Gesandter etwas entscheiden, das heißt schon passiert, dass man hier noch eine Wahlmöglichkeit hat, dass du sagst, nee, ich habe eine andere Möglichkeit, ich habe eine andere Option. Warum? Höre weiter. Und wer Allah und seinem Gesandten sich gegenüber widersetzt,
so ist er bereits in einem deutlichen Irrtum. Warum ist diese Person im Irrtum? Weil er sich Allah und seinem Gesandten widersetzt hat. Subhanallah. Und ich sage es dir von diesem gewaltigen Platz aus, von dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Menschen angesprochen hat: Du wirst mit Sicherheit in die Irre gehen, wenn du Allah und seinem Gesandten nicht glaubst. Ja, schau mal diese wunderschöne Ayah von Allah Azza wa Jal, als er subhanahu wa ta'ala zu uns gesagt hat: Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi walirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. O ihr Gläubige, du kannst dich angesprochen fühlen oder nicht, o ihr Gläubige, gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn er euch etwas befiehlt, was euch Leben gibt. Allahu Akbar. Du wirst nur lebendig mit der Gehorsamkeit zu Allah. Andernfalls bist du schon lange tot. Dein Herz ist tot. Dein Körper ist unwichtig. Dein Herz ist schon lange tot. Warum? Weil du nicht den Anweisungen Allahs und seines Gesandten folgst. O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten, damit ihr Leben bekommt. Allahu Akbar. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Und wisset, dass wenn ihr euch Allah gegenüber widersetzt, ungefähr, dann wird Allah zwischen euch und eurem Herz treten. Allahu Akbar. Allah kommt zwischen uns und unserem Herzen. Was bedeutet das? Allah dreht dein Herz. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ قَالَ السَّلَفْ. Die Salaf sagten, indem sie diese Ayah erklärt haben, wisset, dass Allah Azza wa Jal, wenn du dich ihm gegenüber widersetzt und du ein Kafir bist, dann wird er den Iman, den Glauben niemals an dich herablassen. Und wisse, dass Allah niemals in dem Herzen von einem Gläubigen den Kufr hereinbringt. Allah bewahrt ihn davon. Allahumma najjina min al-fitan. Allah bewahrt dich davor, wenn du ihm gehorchst, dass er dich immer auf dem Weg recht geleitet lässt. Aber viele Leute haben etwas anderes bevorzugt, als das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, liebe Geschwister. Und das waren eingangs einige Beweise, die ich euch hiermit nennen möchte, damit wir verstehen, was jetzt die Themen sind. In vielen islamischen Ländern herrscht der Nationalismus. Al-Unsuriya, Al-Wataniya und nenne es, wie du willst. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Das ist eine Sache, die ist von den Menschen erfunden worden. Und manche sind so nationalistisch, und die Länder sind bekannt, ich muss sie nicht mit Namen nennen, dass sie diesen Nationalismus über das Gesetz Allah stellen. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدْ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ. O ihr Menschen, Allah, euer Herr, ist ein Einziger und euer Vater ist ein Einziger. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. Und ein Araber ist nicht besser als ein Nicht-Araber. Hast du das gehört? Unsere Religion, subhanallah al-Azim, Muhammad s.a.w. war ein Araber. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. sagt uns, es gibt keinen Vorzug von einem Araber über einen Nicht-Araber. Und nicht von einem Nicht-Araber gegenüber einem Araber. Und nicht von einem Weißen gegenüber einem Schwarzen. Und nicht von einem Schwarzen gegenüber einem Weißen. Außer in der Gottesfurcht. Inna akramakum inda Allah atqakum. Allah azza wa jalla sagt, der Geehrteste bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Das ist dein Maßstab, wie Allah dich ehrt oder erniedrigt. Entweder fürchtest du Allah und du bist erhoben bei Allah Azza wa Jal, oder du fürchtest nicht Allah und du bist erniedrigt bei Allah Azza wa Jal. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah erhebt mit diesem Koran ganze Menschen, Völker, und er erniedrigt andere dadurch. Willst du Ehre? Dann folge dem Koran. Willst du Dhul, Erniedrigung? Dann wende dich von dem Koran ab. Und wir haben diese Erniedrigung aus keinem anderen Grund in den gesamten islamischen Ländern, außer dass wir das Gesetz Allahs gelassen haben. Ey Wallah, das ist der Grund, warum es uns so schlecht geht, liebe Geschwister. Wie viele Leute sind nationalistisch und er bringt seinen Sohn bei: Du bist ein Kurde, nichts anderes. Wer hat dir gesagt, dass dieses das Gesetz bei Allah Azza wa Jalla ist?
du bist ein Türke, du bist ein Araber. Und noch unter den Arabern, du bist ein Tunesier, ein Marokkaner und sie zählen alle Nationalitäten auf. Wahrlich, euer Herr ist ein Einziger und euer Vater ist ein Einziger. Und schaut mal die Unwissenheit der Leute hier. Wenn unser Vater ein Einziger ist, wie kann einer sagen, ich bin besser als der andere? Wenn zwei Nationalisten denselben Vater haben, wird der eine sagen, ich bin besser als du? Ich bin noch Nationalist? Nein, ihr habt denselben Vater. Und wir alle haben denselben Vater. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, An-nasu min Adam, die Menschen stammen von Adam ab, wa Adam min Turab. Und Adam stammt aus der Erde herab. Wo sollst du besser sein? Wo ist dein Vorzug, wenn nicht in der Taqwa? Wo ist dein Vorzug, o Diener Allahs, wenn nicht in der Taqwa? Wallahi al-Azim, wir haben Leute unter den Kurden, unter den Türken, unter den Arabern und Pakistanern, sie ziehen ihre Gesetze, was sie in der Tradition aufleben gelassen haben, vor dem Gesetz Allahs Azza wa Jalla vor. Und ihr werdet in vielen Verfassungen nationalistische Gesetze finden. Ja, sie haben das über das Gesetz Allahs gestellt. Warum? Weil sie denken, dass dieser Nationalismus das Beste ist, was ihnen passieren konnte. Und dieser Nationalismus ist nichts als Übel, liebe Geschwister. Schaut mal, wie viele Kriege im Namen des Nationalismus geführt werden. Und ihr kennt alle die Kriege, die momentan geführt werden. Wallahi al-Azim, wie übel ist dieser Nationalismus, dass die Menschen so etwas ihren Kindern beibringen. Du heiratest nur eine Kurde. Du heiratest nur eine Araberin. Du heiratest nur eine Afrikanerin. Wer hat dir so etwas gesagt? Ja, ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabail, lita'arafu, inna akramakum inda Allah atqakum. O ihr Menschen, Allah spricht alle Menschen an. Wir haben euch doch erschaffen aus einem männlichen und aus einem weiblichen Wesen. Wir haben aus euch Stämme gemacht, qabail, damit ihr einander kennen. Allahu Akbar. Und der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Allahu Akbar. Und Wallahi, wenn wir diese Sache verstehen würden, es würde weniger Zwietracht zwischen uns Muslimen geben. Aber nein, der Nationalismus muss her. Aber nein, der Nationalismus ist bei den Leuten an höchster Stelle. Höre, was Iblis, wal-iyadu billah, Shaytan gesagt hat, als Allah Azza wa Jalla ihm befohlen hat, sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Er sagte, ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ich bin besser als Adam. Heute der Kurde sagt, ich bin besser als der Türke. Und der Türke sagt, ich bin besser als der Kurde. Und der Araber sagt, ich bin besser als der und der. So sagte Iblis vor mir. Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Erde erschaffen. Hat Allah gelobt, was er gesagt hat? Allah hat ihn verflucht, diesen Shaitan. Wie kannst du so übel mit deiner Zunge sagen und sagen, ich bin besser als der und der? Wenn das dein Bruder ist, weh dir, dass du dich besser siehst als ihm. Und dass du ein Türke oder ein Kurde oder ein Araber bist, heißt nicht, dass du besser bist als eine andere Person. Bei Allah. Das solltest du verstehen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er verdeutlichte das. Er sagte, la fadla li ahadin ala ahad. Illa biddi. Kein Vorzug von einer Person gegenüber einer anderen Person. Wir reden über die Muslime. Außer in der Religion. Au amalin salih. Außer mit einer guten Tat. Das ist dein Vorzug. Wenn du besser bist, dann nur durch deine guten Taten. Und wenn du nicht diese guten Taten vorzuweisen hast, wallahi, wer sagt dir, dass du besser sein sollst? Nationalismus, liebe Geschwister. Eine andere Sache, die wir in den Traditionen erleben, ist die Zwangsheirat. Und sie gehört bei Allah Azza wa Jalla nicht zum Islam. Und wir werden das begründen. Und ich mache das für meine muslimischen Geschwister. Nicht für die Leute, vor denen ich mich rechtfertigen muss. Wallahi al-Azim, ihr solltet eine Sache verstehen. Wir müssen uns vor niemandem rechtfertigen. Denn Allah Azza wa Jalla hat uns die beste Rechtleitung gegeben. Qul inna huda Allahi huwa al-huda. Und sprich, Allahs Rechtleitung ist die beste Rechtleitung. Sollen wir uns rechtfertigen? Vor Leuten, die ihren Gelüsten folgen und die nichts mit der Religion zu tun haben, sollen wir uns vor ihnen rechtfertigen? Thumma ja'alnaka ala amrin, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr. Fattabi'ha wa la tattabi'a huwa alladhina la ya'lamun. Daraufhin haben wir dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit deiner Umma auf einen geraden Weg gebracht. So folge ihm und folge, höre zu und folge nicht den Gelüsten der anderen. Die folgen ihren Gelüsten. Wir folgen einem Manhaj, einen Weg, einen Lebensweg in der Religion. Die anderen folgen aber ihren Gelüsten.
Allahu Akbar. Höre zu, diese Zwangsheirat wird gerne von den Kuffaren missbraucht. Sie sagen, schaut mal, die Muslime verheiraten mit Zwang ihre Töchter. Ich will es dir nochmal erklären. Wir brauchen uns vor den anderen nicht rechtfertigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تنكح الأيمن حتى تستأمن. Eine vorher verheiratete Frau, das heißt, sie konnte geschieden sein oder ihr Mann ist gestorben, wird nicht verheiratet, außer mit ihrer Zustimmung. Außer mit ihrer Zustimmung. لا تنكح الأيمن حتى تستأمن ولا تنكح البكر حتى تستأذن. Und die Jungfrau wird nicht eher verheiratet, bis sie ihre Erlaubnis gibt. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها. Und sie sagten, o Gesandter Allahs, wie sieht ihre Erlaubnis aus? قال أن تسكت. Er sagte, indem sie schweigt. Wenn sie verheiratet wird, das Mädchen, und sie sagt nichts zu der Ehe, sie schweigt, dann gilt das als Heirat. Warum? Weil diese Frau hätte was sagen können, wenn sie diesen Mann nicht heiraten wollte. Diese Tradition, die noch in vielen muslimischen Ländern ausgelebt wird, ist gegen die Religion. Es ist verboten, 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 die Töchter mit irgendwelchen Männern zu verheiraten, die sie nicht begehren. Was soll das anderes bringen außer Fasad, ya akhi? Und wie viele Frauen haben sich selbst getötet? Wie viele Frauen sind depressiv geworden? Wie viele Frauen sind psychisch krank geworden? Nur weil sie mit einem Mann verheiratet waren, den sie nicht begehrt haben, den sie nicht geliebt haben. Wie kannst du zwei Leute zusammenbringen, die sich nicht lieben? Das ist gegen die Fitra. Das ist gegen die natürliche Veranlagung, o Diener Allahs. Aber wir sehen das immer noch in unseren Ländern. Subhanallah. Nein, das ist mein bester Freund. Die beiden Kinder müssen heiraten. Wenn wir beste Freunde sind, müssen sie auch beste Freunde sein. Ewallah. Was für ein Dawah. Liebe Geschwister, diese Sache, ich sage es euch nochmal, ist gegen die Religion. Wir haben Leute, eine weitere Tradition. Wenn ein Ehepaar heiratet, dann warten die Eltern vor der Tür und warten darauf, dass die Bettdecke herausgebracht wird, wo Blut drauf ist, damit bezeugt wird, dass diese Frau eine Jungfrau ist. Sie gehen nicht eher weg von der Tür, diese Eltern, bis die Decke mit dem Blut herausgebracht wird. Wal-iyadu billah. Höre, was Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte. Er sagte, la takunu imma'ata. Seid nicht wie Leute, die keine Entscheidung haben, die einfach blind folgen. Taqulun, ihr sagt, in ahsana an-nasu ahsanna. Wenn die Leute Gutes tun, dann tun wir auch Gutes. Wa in dhalamu dhalamna. Und wenn sie ungerecht sind, sind wir auch ungerecht. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, er spricht hier Leute an, die einfach blind folgen, ohne ihr Gehirn einzuschalten. Das ist verboten in unserer Religion. Wie wir das in der Ayah schon zuvor gehört haben, wie die Leute sagen, wir folgen dem, was wir bei unseren Vätern vorgefunden haben, bei unseren Vorvätern, bei unseren Sitten, bei unseren Bräuchen. Es ist verboten, die Leute der Irreführung zu folgen, liebe Geschwister. Und er sagt weiter, Ibn Mas'ud radiallahu an, er sagt, o Diener Allahs, walakin wattinu anfusakum, sondern seid Leute, die nachdenken, die nach einem Beweis schauen, die sich nicht einfach so in die Irre führen lassen. In ahsana an-nas an tuhsinu. Wenn die Leute Gutes tun, dann tut auch Gutes. Wa in asa'u fala tadhlimu. Und wenn die Menschen Schlechtes tun, dann dürft ihr nicht ungerecht sein. Allahu Akbar. Das ist unsere Religion. Das ist unsere Religion und ich schreie es von der Mimba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, dass wir einzig und allein auf der Wahrheit sind. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Wallahi, mit nichts können die Kuffar uns angreifen, außer mit Lügen und mit Bezichtigungen, mit Dingen, die nicht bewiesen sind. Weder haben wir eine Zwangsheirat, noch haben wir einen Ehrenmord. Subhanallah al-Azim. Sie schreiben uns den Ehrenmord zu. Schaut mal, wie viele Kuffar ihre Frauen töten oder ihre Freundinnen töten. Dann heißt es Familiendrama. Herbert hatte psychische Probleme und deswegen hat er Sieglinde getötet. Ah, der hat psychische Probleme, aber bei uns, der ist immer reif. Der ist immer da. Das sind die Vorwürfe der Kuffar. Und das ist nichts Neues, dass sie uns immer in jeder Situation angegriffen haben, liebe Geschwister. Bei Allah Azza wa Jalla.
Aber egal, welche Argumente sie vorbringen, Allah hat dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam bessere Argumente gegeben, um diese Leute ruhig zu stellen. Allahu Akbar. Eine weitere Tradition, die wir sehen in dieser heutigen Zeit, immer noch in den muslimischen Ländern, liebe Geschwister, sind diese Hochzeiten, die heute veranstaltet werden. Und ich werde näher darauf eingehen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wie viele Geschwister kommen zu uns und haben große Probleme? Was ist euer Problem, oh ihr lieben Geschwister? Sie sagen, wir wollen heiraten, ja, und wir wollen uns vor der Fitna schützen draußen, ja, und wie gewaltig ist diese Fitna, vor allen Dingen in so einem Land. Möge Allah Azzawajal uns und unsere Kinder schützen. Die Kinder sagen, wir wollen heiraten, aber meine Eltern wollen eine traditionelle Heirat. Noch einmal, ich sage es und ich betone es. Die Traditionen, wenn sie nicht verboten wurden in unserer Religion, ahlan wa sahlan. Wir sagen ahlan wa sahlan, herzlich willkommen. Aber wenn diese Traditionen gegen die Religion sind, dann sagen wir nicht, stellen wir über diese Religion Allah Azzawajal. Wie wir es gelernt haben. Und schaut mal, welche Inhalte heutzutage unsere Hochzeiten haben. Wallahi al-Azim, es ist schwer zu nennen, ob es überhaupt noch etwas Halal gibt, was sie in der Hochzeit machen. Sie spielen Musik und ich hatte darüber eine ganze Khutbah gemacht. Ich will die Beweise nicht wieder nennen. Wie übel ist das, was sie tun? Die Frauen sind halbnackt. Eine Frau, die halbnackt ist und ihr Vater sitzt daneben. Sie tanzt, ihr wisst, Ibo und Bibo und alles wird gespielt auf dieser Hochzeit. Sie tanzt halbnackt mit einem fremden Mann. Und der Vater, dieser der Youth, dieser, der keine Eifersucht hat, sitzt und klatscht für sie. Ahlan, ahlan, ahlan. Und macht noch Saltos. Und verzeiht mir diesen Ausdruck. Wallahi, er ist ein der Youth. So nannte der Prophet Muhammad s.a.w. diese Person. Und er wird nicht in das Paradies hereingehen. Wir reden allgemein. Weil wenn du keine Eifersucht für deine Tochter hast, ja, Yahil Kalim, was hast du von dieser Religion gelernt? Er sitzt und klatscht für seine Tochter, die halbnackt mit einem fremden Mann tanzt. Allahu Akbar. Schaut mal, wie die Rira, die Eifersucht gegangen ist. Hat keine Eifersucht mehr. Warum? Allah hat sie aus seinem Herzen genommen. Und je weniger Eifersucht eine Person hat, umso schlimmer wird sein Handeln in der Religion sein. Allahumma rzuqna husna al-khatim. Umso schlimmer wird sein Handeln in der Religion. Wie du heute siehst, Leute, die liegen am Strand. Men. Und Isa und Mahmoud und Ahmed und alle Leute, die liegen am Strand mit den Kuffar zusammen und gucken sich einander. Wenn die Eifersucht weg ist, ist sie weg. Dann schämst du dich vor nichts mehr, o Diener Allahs. Das ist die Endstufe, walayyadu billah. Willst du dorthin gelangen? Allah kann dir die gesamte Eifersucht aus deinem Herzen nehmen. Und wie übel wird dein Handeln dann sein? Schaut mal, subhanallah. Sie spielen Musik, die Töchter tanzen halbnackt. Dann kommt meistens auch eine Bauchtänzerin. Es muss ja ein Special sein. Und es gibt Leute, die trinken unter dem Tisch den Alkohol. Sie schämen sich. Sie schämen sich. Deswegen unter dem Tisch, ja? Schaut mal, anstatt Allah zu fürchten, fürchtet er die Menschen. وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَبُّ أَنْ تَخْشَ. Und du fürchtest die Menschen. Und Allah hat mehr Anrecht darauf, dass du ihn fürchtest. Es kann sein, dass vielleicht 80-90% deine Alkoholflasche nicht gesehen haben. Aber Allah hat sie gesehen. Höre nur diesen Hadith, damit du verstehst, wie gewaltig die Sünde ist, dass man Alkohol trinkt. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mudminul khamri ka'abidil wafa. Der Alkoholabhängige steht am Tage der Auferstehung auf wie ein Götzendiener. Wal'iyadu. Wie ein Götzendiener. Alkohol bei der Heirat und Tanz bei der Heirat und Musik bei der Heirat. Und dann gibt es eine Sache, die ist auch sehr bekannt bei den Leuten. Die Araber sagen Nuud. Sie meinen Nuud, das meint das Geld. Da werden Leute dann, die bilden eine Schlange und dann gibt jeder sein Geld. Khalf Allah alayka ya fulan. Und je mehr er gibt, umso länger ist das Dua. Und er will sich richtig positionieren, dass er vor der Kamera ist. Hat das jeder gesehen?
Das ist Riyah wal Iyadu Billah. Riyah. Suhila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an Shirk al-Azghar. Er wurde gefragt nach dem kleinen Shirk. Er sagte, huwa Riyah. Das ist Riyah. Das ist der kleine versteckte Shirk, dass du den Leuten etwas beweisen willst, den Leuten gefallen willst und du widersetzt dich gegenüber Allah Azza wa Jalla. Jeder positioniert sich in der Kamera und manche nehmen diese Stelle besonders mit HD auf, damit sie wissen, wer hat gespendet und wer nicht. Ja, bei uns ist das so in unserer Religion. Wenn wir was Gutes tun, dann tun wir es für Allah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Wir wollen von euch weder Dank noch irgendeinen Lohn. Wir erhoffen uns das nur von Allah Azza wa Jalla. Wenn du etwas Gutes tust, tu es für Allah Azza wa Jalla und du wirst belohnt werden dafür, o Diener Allahs. Und wie viele Traditionen haben wir in dieser heutigen Zeit, die wir bei Allah Azza wa Jalla nicht alle aufzählen können. Und ich kann es nicht. Es sind zu viele, die wir haben, als dass wir die gesamte Khutbah dafür nutzen können. Aber wir wollen nur eine Sache heute mitnehmen. Es ist uns verboten, Leuten zu folgen, die im Dalal sind. Wenn jetzt dein Vater dir sagt, wir machen so eine Hochzeit wie diese Hochzeiten, weil wir schämen uns, dass die Leute etwas anderes sehen, als was wir gewöhnt sind, dass wir diese Leute verlieren. Guck mal, worüber er sich Sorgen macht, dass die Leute ihn zur Seite stehen. Wallahi al-Azim. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Leute haben heute einige Traditionen zu Ibadat erkoren. Sie haben sie gemacht wie eine Ibadah. Die muss befolgt werden. Wenn nicht, dann bist du im Dalal. Und ich warne die Väter von der Mimbar des Propheten, dass sie es den Kindern schwer machen, dass sie den Kindern sagen, ihr müsst diese Heirat machen, so wollen es die Menschen. Wir sagen nicht, so wollen es die Menschen, wir sagen, so will es Allah. Muslim? Muslim? Alhamdulillah. Muslim? Kein Muslim? Okay, entscheide. So will es Allah. Dass du nicht den Menschen folgst, sondern dass du Allah und seinen Gesandten folgst. Ich frage dich, wer ist der beste Mensch für dich? Du sagst mir Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dann sage ich dir folgendes. Hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam solche Hochzeiten gemacht? Die Leute sagen heute, ja, aber du weißt, das ist langweilig in der Moschee. Allahu Akbar. Das heißt, Allah segnet etwas, was haram ist und nimmt den Segen von einer Sache, die erlaubt halal ist. Wer hat uns so etwas beigebracht? Inna Allah tayyib. Wahrlich, Allah ist gut und gütig. Wa la yaqbalu illa tayyib. Und Allah akzeptiert nur das Gütige, was halal ist, was erlaubt ist. Alles andere, so wirst du keinen Erfolg bei Allah Azza wa Jalla wiederfinden. O Diener Allahs, ich sage dir am Ende dieser Ayah nochmal, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was von Allah herabgesandt worden ist, dann sagen sie, höre, vielmehr folgen wir dem, was wir bei unseren Vätern vorgefunden haben. Traditionen, Sitten, Bräuche, alles, was nichts mit der Religion zu tun hat. Und wenn ihre Väter nicht rechtgeleitet sind und nichts begreifen, bei den meisten ist die Antwort trotzdem ja. Möchtest du dazu gehören? Entscheide selber, o Diener Allahs. Möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben. Möge Allah Azza wa Jalla uns nichts anderes folgen lassen, außer dem Gesetz Allahs und seines Gesandten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf der wahren Rechtleitung sterben lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam versammeln. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.